Herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial. Ihr wisst inzwischen schon, wie ihr die App herunterladet, euch anmeldet und euer Passwort ändert. Hier soll es nun darum gehen, wie Teams grundlegend funktioniert. Das hier ist der Startbildschirm. Da kommt ihr immer wieder darauf zurück, indem ihr hier links bei dieser Leiste auf Teams klickt. Ihr seht die Teams, in denen ihr seid. Jeder von uns ist in verschiedenen Teams. Wir alle zusammen sind aber im virtuellen Kollegium. Da klicke ich jetzt mal drauf und ihr seht ein Fenster, wo man verfolgen kann, was alles passiert ist, dass wir eben alle hinzugefügt wurden und in dem man chatten kann. Hier unten kann man etwas schreiben und dann können alle, die in diesem Team sind, also in dem Fall alle Kolleginnen und Kollegen, können das dann lesen. Außerdem gibt es hier Kanäle, insgesamt 19 Stück, und da seht ihr für jede Abteilung einen Kanal und für jedes Team einen Kanal. Ihr solltet natürlich euch die Kanäle anzeigen lassen, in denen ihr auch Mitglied seid. Also da geht ihr einfach hier auf diese Kanäle und klickt dann auf Anzeigen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Abteilung 11 bis 13, Abteilung 5 bis 7 anzeigen lassen, außerdem die Lehrerkonferenz und die Teeküche. Wenn ihr hier oben auf Alle Teams geht, kommt ihr wieder zurück zur Übersicht. Ihr könnt diese Übersicht auch anders gestalten. Wenn ihr hier auf dieses Rädchen klickt, könnt ihr Ansicht wechseln machen und da könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen und je nachdem, wie euch das gefällt, könnt ihr euch das dann anzeigen lassen. Außerdem könnt ihr auf eure Klasse klicken, da solltet ihr alle schon zugeordnet sein und könnt auch hier genau sehen, was passiert ist. Habt hier oben einen Reiter, wo Dateien zum Beispiel hochgeladen werden können oder wo ihr Beiträge sehen könnt. Und ihr könnt schon, indem ihr auf diese drei Punkte klickt und dann auf Mitglied hinzufügen, da könnt ihr schon eure Schüler suchen und sie der Klasse zuordnen, damit ihr auch mit den Schülern Dateien teilen könnt. Das war's erstmal. Viel Spaß damit.